Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ich hier diese kleine Tasche gehäkelt habe. Ich habe ja schon mal so eine ähnliche gehäkelt, allerdings in größer, die war doppelt so groß. Und ja, dieses Video findet ihr in der Infobox, das tue ich euch da gerne mal verlinken. Und ja, das ist die Tasche, die Wolle, die ist von Action. Hab jetzt zwei Knollen gebraucht und da ist noch ein Stück übrig geblieben. Das zeige ich euch jetzt auch noch. So. Also, ne? Weiß gar nicht, wie viel Gramm ich jetzt benötigt habe. Also, ich denke um die 60, 70 Gramm. Ich weiß, das hört sich wenig an. Das ist es auch. Die ist ja auch nicht so groß. Ja, die kann man schon zum Einkaufen benutzen, wenn man so Kleinigkeiten einkaufen möchte. Oder wie ich jetzt, ich habe die jetzt einmal an dem Buggy, also an dem Kinderwagen dran, an einer Seite. Und es war so mega praktisch. Ich hatte da die zwei Becher drinnen, also Trinkbecher und was zu knabbern, einen Apfel und einen Riegel und ein paar Kekse. Und das hat super gut gepasst und ich liebe diese Tasche. Was ich noch einfach genial finde, ist einfach diese Farbe, die ihr hier so seht, ne, dass das so schön abgeteilt ist. Also das war eigentlich gar nicht gewollt. Ich fing einfach an zu häkeln und plötzlich kam das dann so raus. Und ich finde das einfach schön, dass hier nochmal diese vier, drei Farben, ja vier Farben nochmal sind. Und hier genauso wie auf der anderen Seite. Das ist echt heftig, dass es genau so aussieht. Und das finde ich einfach mega. Also die Wolle gibt es bei Action. 1,12 € kostet eine Knolle und ich habe zwei benötigt und ja, eineinhalb eher gesagt. Und ja, jetzt geht's los. Viel Spaß! So, jetzt zeige ich euch die Wolle und das ist die. Das ist so eine kleine Knolle. Ja, diese gibt es bei Action zu kaufen. Die haben da echt verschiedene und tolle Farben. Da sind 43 Gramm drauf, 84 Meter. Und davon habe ich jetzt zwei Knollen. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, hole ich mir noch eine dritte dazu. Ja, und für welche Nadel? 4,5 bis 5 Nadelnummer. Und ich habe jetzt hier die 5. Sieht man gar nicht, ne? Das ist die 5. Und ja. Jetzt zeige ich euch, wie wir anfangen. So, hier lasse ich ein Stück hängen, damit ich den nachher mit einarbeiten kann. Und jetzt machen wir hier 58 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das schafft ihr jetzt auch alleine, ne? Also 58 Luftmaschen und dann sehen wir uns gleich bei 58. So, ihr Lieben, so sieht das dann aus. Und was wir jetzt machen, wir gehen in die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die achte Masche rein, machen eine feste Masche und machen dann 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Gehen dann wieder in unsere 1, 2, 3, 4. Nee, das ist falsch. Also die erste, die zählen wir nicht mit. Da ist sie ja schon, da ist ja schon eine drin. 1, 2, 3 in die vierte. Da gehen wir rein. Wiederholen das Ganze. Eine feste Masche und 5 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gehen wieder in die vierte ein und wieder eine feste Masche. Das Ganze wiederholen wir bis zum Ende und dann sehen wir uns wieder.
Ich bin nun am Ende gelangt und ja, so sieht das jetzt aus. Ich lege das mal hier so ein bisschen hin. Kann man das so überhaupt gut erkennen? Also das war, womit wir angefangen haben und jetzt haben wir hier diese Löcher, diese Bögen und ja, ne? Da ist unser Anfang und hier sind wir angelangt. Jetzt, also drehen wir das Ganze. Und machen mit unseren Bögen hier oben weiter. Und zwar machen wir 5 Luftmaschen. Also 1, 2, 3, 3, 4, 5. Und da kommt auch schon unsere nächste Farbe. Total schön. 5. So, dann gehen wir in unserem ersten Bogen, also da drunter, und machen eine feste Masche. So, ne, habt ihr gesehen? Und jetzt machen wir wieder 5 Luftmaschen. Also wieder 1, 2, 3, 4, 5. In unserem nächsten Bogen, das wäre jetzt hier, da gehen wir rein, holen uns den Faden und unsere nächste feste Masche. Und wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir gehen in unser nächsten, ja, Loch. Und da kommt wieder eine feste Masche. So sieht das dann aus. Wir machen das jetzt bis zum Ende. Was ich noch erwähnen möchte, am Ende, wenn ihr hier jetzt schaut, das ist nicht unser letzter Bogen, sondern hier diesen kleinen. Den dürfen wir nicht mit vergessen, weil sonst wird das nicht schön gerade und wir nehmen ab. Also, die muss mit. Ja, da müssen wir auch rein, auch nochmal 5 Maschen. Dann wird das Ganze gedreht und wir machen es hin und her. Und zwar machen wir das so oft, bis wir 27 Reihen haben. Und dann melde ich mich mit 27 Reihen. Ich wollte das euch jetzt noch mal zeigen, was ich eben meinte. Also, ne, ich habe jetzt die Reihe gemacht und das ist jetzt der letzte, der kleine hier, den wir mit ja, häkeln. Also 5 Luftmaschen gehen dann darunter in diesen kleinen Loch. Hol den Faden und eine feste Masche und 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und so machen wir jetzt weiter. Jetzt gehen wir wieder hier rein und so weiter. Und natürlich nicht zu vergessen, denn es wird jetzt auf jeder Reihe immer hier diese kleine Luftmasche geben. Und die müssen wir mithäkeln. Also die darf man nicht vergessen. Nicht das ist unsere letzte, sondern wirklich hier diese kleinere. So, ja, jetzt sieht das momentan so aus. Also wie man sieht, haben wir langsam diesen Lochmuster, was ich sehr schön finde, was auch unser Ziel ist. Ich habe nun meine 27 Reihen und ja, so sieht das jetzt aus. Man hat diesen schönen Lochmuster und jetzt zeige ich euch, was wir jetzt in der letzten Reihe hier oben machen. Wir wollen nämlich, dass das hier oben genauso aussieht wie hier unten. Und hier unten hatten wir ja immer 3 Luftmaschen und eine feste Masche. Und das heißt, wir machen das hier oben genauso. Also die 27 habe ich hier fertig gehäkelt. 1, 2, 3, dann drehen wir das. Und dann kommt auch schon die erste feste Masche in unserem ersten Bogen. So, eine feste. Und jetzt kommen wieder 3 Luftmaschen. Also 1, 2, 3. Gehen in unserem nächsten Bogen, machen eine feste Masche und erneut 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und die vierte wird eine feste Masche.
Eins, zwei, drei und eine feste Masche. Eins, zwei, drei und die vierte wieder im nächsten Bogen. Eine feste Masche. Eins, zwei, drei. Feste Masche. Und wieder. Eins, zwei, drei Luftmaschen und die nächste eine feste Masche. Das machen wir bis zum Ende. Eins, zwei, drei und eine feste Masche. Eins, zwei, drei. Feste Masche. Eins, zwei, drei. Und die vierte wird eine feste Masche. Eins, zwei, drei. Und die vierte eine feste Masche. Eins, zwei, drei. Und die vierte wird wieder eine feste Masche. Eins, zwei, drei. Und die vierte und somit hier die letzte wird eine feste Masche. So, jetzt zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir sind hier angelangt und das hier, wir drehen es komplett einmal nach rechts, so dass hier jetzt unser Anfang und unser Ende, unsere Seiten sind. Und wir machen hier oben weiter. Wir müssten jetzt oder haben auf jeden Fall jetzt 14 solchen Lücken. Und zwar sind das diese kleinen Löcher, die wir immer an den Seiten hatten. Und die wollen wir jetzt häkeln. Also da häkeln wir hinein. Und zwar machen wir in jede einzelne, also wir haben jetzt 14 Löcher. Da müsst ihr aufpassen, dass man nicht in diesen hier reingeht, sondern wirklich diese äußeren, ne? Also hier, 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 ne? Diese äußeren, nicht die darunter liegenden. Also das ist sehr wichtig. Und da häkeln wir jetzt eine feste Masche. Das heißt, also so, dass wir am Ende 14 festen Maschen haben. Und das machen wir ganz einfach. Also machen hier eine. So, hier einmal rein und eine feste Masche. Dann gehen wir ins nächste, eine feste Masche, da kommt auch schon wieder die neue Farbe. Ins nächste, eine feste Masche. Ins nächste, eine feste Masche. 14 Mal, also das geht jetzt auch schnell, das sind ja nicht viele Maschen. So sieht das dann aus. So, und das war jetzt unsere erste Reihe. Das Ganze drehen wir jetzt nämlich um. Wir häkeln jetzt hier, also eine Reihe haben wir und wir häkeln jetzt hier nochmal sieben Reihen. Und ja, wenn ich dann die sieben Reihen fertig habe, dann zeige ich euch das Ergebnis und zeige euch, wie es weitergeht. So, nun habe ich die siebte Reihe jetzt auch fertig. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Da schneiden wir jetzt den Faden. Also ich ziehe den einmal hier durch. Schneide den ab. Lass den ein bisschen länger, weil wir den am Ende auch noch einnähen wollen. So. Das gleiche wollen wir jetzt auf dieser Seite genauso haben. Das heißt, wir fangen jetzt hier an und häkeln wieder 14 festen Maschen hier rein. Und wir beginnen mit dieser hier. Also
Da ist unsere erste. Und dann häkeln wir in jede eine feste Masche. Dann haben wir 14 und dann wieder jeweils, also 7 Reihen, nochmal festen Maschen, immer 14. So, dass es genauso aussieht wie bei unserer anderen Seite, die wir eben gemacht haben. Und wenn wir dann soweit sind, wir schneiden nicht ab, wir treffen uns dann da und zeige euch das Ergebnis und wie es weitergeht. Melina. So wie ich das jetzt mache, ich mache mir hier einfach erstmal eine Masche, lasse auch hier wieder den Faden, gehe dann hier in unsere erste Lücke, nehme den Faden und Moment, so, und mache da die erste feste und los geht's mit der nächsten. Also da rein und eine feste. Nächste rein und eine feste und so weiter. Das habe ich euch ja eben alles schon gezeigt. Das wiederholt sich jetzt einfach nur und dann melde ich mich später nochmal. Ich lege das mal so gegenüber, damit man besser gucken kann, wie das denn jetzt aussieht. Da haben wir unsere zwei, ja, Seiten. Also das wären unsere Seiten. Seiten heißt, also ich meine damit jetzt da, wo nachher unsere Griffe dran kommen. Und ja, jetzt bei dieser Seite, wir haben ja da aufgehört, da schneiden wir diesmal nicht ab, denn wir häkeln weiter, wir drehen das Ganze einmal um und hier geht es weiter. In unsere 7 Reihen wollen wir jetzt 7 feste Maschen machen und das machen wir so, dass das nachher auch gut aussieht. Also ich gucke jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so werden wir es machen. Also erstmal 7 Maschen. 1, 2, nee, wollte nicht. 2, 3, 4, 5, 6, Moment, die noch mit, so 6 und das 7. So, also so, dass es ordentlich aussieht, ne? So, jetzt haben wir unsere 7. Und was wir jetzt hier mit unserer Seite machen, hier haben wir wieder unsere Löcher. Es wird wieder nur die äußere gehäkelt und in jeder Lücke häkeln wir 2 festen Maschen. Wir haben insgesamt 13 Lücken und in jeder einzelne Lücke häkeln wir 2 feste Maschen und wenn wir dann hier angelangt sind, häkeln wir auch hier, wie jetzt gerade am Anfang, die 7 festen Maschen und wenn wir hier angelangt sind, dann sehen wir uns wieder. Unsere erste Lücke, 1, 2, in die nächste Lücke. 1, 2 und so weiter. Nun sieht unsere Seite jetzt so aus. Und was wir jetzt hier machen, das zeige ich euch. Also hier am Ende angekommen, häkeln wir jetzt Luftmaschen und zwar 55 Luftmaschen. Das wird dann unser Griff.
Ja, unser Henkel. Und hier machen wir dann weiter. Also, wir machen jetzt 55 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 55. 55 gehäkelt. So sieht das aus. Und jetzt springen wir von hier einmal rüber nach hier. Und da geht es für uns jetzt weiter. Ich mache da jetzt erstmal nur eine feste Masche. Moment. So, da haben wir unsere erste. Jetzt machen wir noch sechs hier rein. Und dann ist das das gleiche Spiel wie auf der anderen Seite. Also eins habe ich noch, sieben wollen wir ja, also noch sechs. Dann häkeln wir wieder in jede einzelne äußere Lücke jeweils zwei feste Maschen. Dann kommen wir wieder hier an. Auf der Seite dann wieder die sieben festen Maschen. Hier wieder unser Griff mit 55 Luftmaschen. Und wenn wir hier angekommen sind, dann haben wir einen kompletten Rundgang gemacht. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt auch den zweiten Griff gemacht und bin jetzt hier, habe hier dann nochmal eine feste Masche gemacht. Und ja, das ist jetzt so der letzte Stand. Und ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Nimmt jetzt langsam Form. Sollen unsere Griffe werden. Und ja, so schaut das dann aus. Wir häkeln jetzt immer nur im Kreise. Das heißt, wir fangen hier an, gehen hier hoch, über den Griff, wieder zurück, nochmal über den Griff und kommen hier an. In jede Masche machen wir eine feste Masche und wir machen insgesamt vier Runden und dann treffen wir uns wieder hier und dann zeige ich euch das Ergebnis. Die Tasche ist nun fast fertig. Was wir jetzt noch machen, also wir sind jetzt hier beim letzten angelangt. Da werde ich einfach jetzt den Faden noch mal durchziehen und dann können wir hier abschneiden. Wir lassen ein Stück dran, dass wir es dann auch vernähen können. Am besten so, ja, 7 cm, 10 cm. Das sind jetzt ungefähr 7. So, der kann weg und den kann man dann halt mit einer Nadel einfach so da rein nähen. So, und nun ist dann die Tasche auch schon fertig.